Hallo, mein Name ist Anita Nolte, ich bin 35 Jahre und habe meine Ausbildung beim Zweckverband Lauter Seenland Brandenburg gemacht und war hauptsächlich im Familienpark Senftenberger See eingesetzt. Dass ich die Jahrgangsbeste des Kammerbezirks bin, habe ich durch einen persönlichen Anruf unserer Personalabteilung erfahren. An meiner Ausbildung gefiel mir besonders die Vielfältigkeit und die Abwechslung des Berufs. Ich wurde in verschiedene Bereiche eingesetzt, in die Finanzbuchhaltung, die Rezeption, den Verkauf und in der Gästebetreuung. Die Computertechnik spielte bis vor kurzem in meinem Leben noch nicht die große Rolle. Aber im Tourismus ist es einfach unabdingbar. Und mich damit auseinanderzusetzen, war schon eine große Herausforderung für mich. Mein Name ist Olaf Schmidt. Ich bin Ausbilder im Familienpark Senftenberger See für den Ausbildungsberuf Kauffrau oder Kaufmann Tourismus und Freizeit. Ich schätze an Anita vor allem ihre Einsatzbereitschaft und den Biss, den sie entwickelt, bei Problemen mitzuarbeiten und vor allem zu spüren, was die Gäste wünschen. Denn Tourismus ist eine Branche, die muss man einfach spüren. Ich hatte das große Glück, dass bei Anita kaum Schwächen auszumachen waren. Das hat für mich natürlich auch die Arbeit in der Ausbildung sehr erleichtert. Nach meiner erfolgreichen Ausbildung habe ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag beim Zweckverband Lauter Seenland Brandenburg erhalten. Und ich sehe das als ersten Schritt für eine Weiterentwicklung im Tourismus. Die Ausbildung direkt im Familienpark am Senftenberger See ist dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und herrliche Unterkünfte in diesen Villen. Vielfältige Freizeitmöglichkeiten, eine gepflegte Campinganlage, das sind alles Gründe, warum zahlreiche Urlauber jedes Jahr zu uns kommen und die müssen gut betreut werden. Für die Zukunft wünsche ich Anita vor allem als Mensch, dass sie so bleibt, wie sie ist. Beruflich natürlich eine tolle Entwicklung entsprechend ihrer Ideen und für uns vor allem, dass sie hilft, den Betrieb weiter so erfolgreich mitzugestalten.